Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2 und ich habe mittlerweile Mittag gegessen und weiß gar nicht mehr, ob wir alle auf dem Weg nach oben oder nach unten waren. Wir probieren es einfach mal Richtung unten. So, das sieht gut aus, hier sind Gegner. Okay, eine Krabbe im Sprung abzuschießen ist keine gute Idee. Allgemein ist es ja eigentlich Munitionsverschwendung. Aber ganz ehrlich, von dem Ding finden wir genug. So, das Ding ist gut gegen Menschen. Klingt eigentlich auch schon ziemlich... da ist... So, mal speichern. Das ist kein Ventil, das war einfach nur ein Stück Rohr oder was auch immer. So, hier ist die Stelle mit dem Strom im Wasser. Hier sieht man schon gleich als Warnung, Achtung, hier Leiter Strom. Und der Grund ist diese Plattform hier. So, und hier ist auch einer von denen ins Wasser gefallen. So, dann wollen wir doch mal hier rüber. Hier sieht man schon so drei von diesen schwimmenden Fässern. Ja, und da schwimmt auch eins. Das sieht mir dann noch aus, dass wir hier uns eine Brücke bauen müssen mit diesen Fässern. Hier ist eine Klette, die den Sprung noch verhindert. 1, 2, 5. Jetzt aber nochmal speichern und rüber. So. Die Frage ist, ob wir da überhaupt hochkommen. Okay, theoretisch gesehen könnten wir versuchen, auf dieses Rohr dann hier zu landen und dann die dann auf die Fässer. Ich häng fest. Erstmal die Fässer runterwerfen. Na, kommst du wohl. Upsala. So, 2 und 3. So, ah, okay, die stehen so. Die stehen so da. Natürlich ist es toll, wenn die umfallen. Aber die stehen so. Da komme ich natürlich nicht hin. So, das Fass hier steht auch wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich die. Reicht das aus? Kann ich hier auf das Fass rauf? Ja, kann ich. Super, das hat ja einfach geklappt. Ich hätte jetzt erwartet, ich muss hier mit über das Rohr und so. Ja, speichern. Geht der Zombie da? Der wird eindeutig wieder aufstehen. So. Und da kommt noch einer. 2, um genau zu sein. Lüft mit einem Pappkarton auf mich. Wir wissen, dass die langsam sind und eine Kopfhabe, eine Headcrab. So. Ehrlich gesagt möchte ich erstmal hier gucken. Tu mal die Tür da weg. Nervt. Da ist genau Lebensenergie und Batterie. So. Und wir hören auch weitere Aliens. Diesen Schrei kennen wir noch aus Ravenholm. So, und hier geht's wieder nach oben. Okay. Das ist Metall. Das ist Holz. Dann müssen wir wohl den hier tun. Nein, das ist nur das Holz. Ich hätte gedacht, hier kommen jetzt Leute an. Jetzt. Sterilizer
So, die Stimme hat gesagt, der Kontakt ist zum Block D8. D8. Weitergegangen. Und dass die Kraftfelder Stasis Fields, Containment Fields, so, dass die kompromittiert sein könnten und Airwatch, so heißt scheinbar einer der Eingreiftruppen, sollen sofort dorthin kommen. So. Das hier ist auch wieder eine Stelle, wo wir später noch hier innen drinne etwas hier oder im nächsten Gang überleben müssen, bis alle Gegner weg sind. Also so und so viele Runden von Gegnern überleben müssen. So wie vorhin schon mal. So. Hier muss doch bestimmt, ist hier noch einer. Nein. Schauen wir mal hier rein. Ich bin mir ziemlich sicher, um weiterzukommen, müssen wir jetzt da runterspringen. In der D8. So, ja genau, das ist genau das, was ich meinte hier. Achso, ich muss. Genau. Ach, Leute, so. So. Weiter nach innen, dass die nicht sofort von den Soldaten umgeschmissen werden. Herrlich. So, here they come. Und ich natürlich hier noch meinen Suit nicht aufgeladen, dass man eben nochmal. Und da kommen sie. Die können hier natürlich durch diese Kraftfelder einfach durch, ich nicht. Also muss ich hier. Shit. Das hat natürlich wehgetan. Ich kann die gleich wieder aufbauen. Was man auch kann, ist, man kann die festhalten und dann, ja. Man kann die Turrets festhalten und dann, kann schießen in die Richtung, in die man guckt. Das wollte ich sagen. Aha, bin ich schon wieder zu weit. Zu weit bewegt. Mehr, kein Problem. Nehmen wir die nächste Waffe. Ich helfe denen mal. So. Manex! Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich meine Gravity Gun rausholen und habe Q gestrickt statt G. Das ist eine übliche Geschichte bei mir. Das falsche Tasten drücken. Gravity Gun, komm her. So. Das geht natürlich auch. Ich kann natürlich die Gravity Gun verwenden, um die Manhex auf die Gegner zu schmeißen. So, hier ist die. Hier ist meine Freundin die Turret umgefallen. So. Energie nachladen meine ich. So. Da machen die jetzt die Tür kaputt. So. Kein Problem. Hallo. Nicht du. Komm her. Und da bist du wieder. So. Drüben aus, sieht gut aus. So, wie gesagt, ich muss sonst viel Wellen von Soldaten einfach überleben. Ja.
Mein übliches Problem, ich gerate unter Druck und drücke alle Tasten gleichzeitig. So. So. So, sie kommt zu mir. Das ist gut. So, Südaufladung gibt es keine mehr. Sie ist hier. Wo bist du? Ah, hier oben. Hey. Sorry to take so long, Gordon. Looks like you could have used some help. I won't leave you again, though. Now let's track down Mossman. Ja, das ist eine gute Idee. Währenddessen hole ich mir die ganze Munition und so. So. Jetzt sind wir wieder voll aufgeladen. Ah, von denen haben wir nicht mehr viel. Machen wir es so. Probieren wir mal die aus, ha? So. Ja, da lädt das Spiel. Und weiter geht's. Ich bin irgendwie so, wenn das Spiel leise wird, werde ich auch leise. So, nach dem Motto, jetzt ist das Ganze ja pausiert. Ah, na bitte. Granate. Ich sagte, sie werden nicht ihre eigenen Granaten, das ist, sie werfen keine Granate mehr direkt vor sich. Na, jetzt habe ich auch selber eine Granate aktiviert. Das ist das Problem, wenn man mitten im Gefecht verpeilt, welche Tasten man drücken muss. So. Und nachladen mitten im Gefecht, das sollte man auch nur... wenn man weiß, dass keine Gegner da sind gerade. So, dann schauen wir mal. Hier gibt es nichts Interessantes. Ja, ja, ich muss jetzt nochmal hier gucken, ob hier nicht noch irgendwelche Munition oder so liegt. Gut. So. Ja, also, wenn die Mission fehlschlägt, dann wird man permanent in die Außenwelt, der Außenwelt zugeordnet. Das ist wahrscheinlich die Front, wo alle sterben. Das ist wahrscheinlich ein Todesurteil. Ha, got you now. Uh-oh. Well, come on, Gordon. We don't want to keep her waiting. Genau. We don't want to keep her waiting. So, und in dem gleichen Stil geht's jetzt weiter. Hier drüben. There she is. Leave it talking to me, Gordon. We may need to get out of here. Hello? Oh, thank God, someone. Alex? Gordon, how did Alex get in here? We know all about you and Breen. What? You've been a spy for the Combine the whole time. What are you talking about? Damn it! Move back, Mossman. We're coming in. Alex, whatever you may think, I assure you, I have worked to protect your father. Shut up and be glad you're still some use to us. We're going to reconfigure this teleport and get the hell out of here. You see, we're working to the same end. I've already reprogrammed the modulator to emulate a Zen relay. That's my father's work, you stole. It's my work, too. And I had to prove to Dr. Breen that your father would be the most valuable member of any research effort going forward. Enough of your bullshit! Look, Gordon, there's my dad. I'm going to bring him in. You found Eli? No thanks to you.
Just enter the coordinates for Dr. Kleiner's lab and let's get moving. But we need access to the teleport platform and we're locked out. I'll take care of that. Das kann ich auch. Wenn es um Kampfkunst geht. So, hier sieht man auch wieder, wir sind wieder an genau so einer Stelle. Und ja, eben, hier passiert genau das Gleiche. Hier müssen wir auch wieder quasi überleben, sobald diese Kraftfelder deaktiviert werden, können wir auch die Turrets aufbauen. Drei Stück. Sweetheart. Judith! I see they set you free! Not exactly. Eli! I was so worried about the coordinates, Dr. Mossman. So, this is the Combine portal. It's smaller than I imagined. Hurry up, Mossman! We're in Nova Prospect, and we're running the Zen emulation for the first time. Are you ready for us? Ready, willing, and fully enabled. Good. We'll send my dad through first. He's in position for... Und da geht's los. Ah nein, das war nur ein Alarm. Ich dachte jetzt, das ist... No, stop! What are you doing? I'm sorry, Alex. Diese falsche Schlange. Wo teleportiert sie ihn jetzt hin? Freigegeben. So, wir haben einen Ausgang hier. Wir haben einen Ausgang hier. Wir haben noch hier. Und hier hinten müssen wir gucken, was los ist. Weiß ja nicht, dass ich nicht nachhelfen darf. Ich nehme aber mal die andere Waffe. Eine wird überstanden. Sehr schön. Nächsten. Ah, die Fenster sind schussdurchlässig. Gut zu wissen. Dann halt hier. So. Ah, das ist auch die Anzeige, wie viel Energie wir haben. So wie es aussieht. Je mehr von diesen Dingern leuchten, offen sind, wie auch immer. Okay. Jetzt ist der Ton höher geworden, aber es hat sich nichts geändert. Also ist es doch nur der Ton. So. Ja, das denke ich mir aber auch. Hey, warum schießt die auf mich? Ah, weil ich im Weg stehe. Die Turret hier. Jetzt steht der andere im Weg.
mir sie mal hier hin, sodass sie dieses und dieses Fenster betrachtet. Genau, fast da. Das Ganze müssen wir natürlich zweimal machen, denn jetzt geht es erst sie durch und dann sind wir dran. Das ist doch offensichtlich, oder? Ah, okay, wir gehen zusammen. Danke, cool. Und jetzt sehen wir hier die Elite-Soldaten. Und hier geht alles kaputt. Die wollen mit aller Gewalt verhindern, dass wir uns teleportieren. Und das scheinen sie auch zu schaffen. Nein, halt. Das haben sie nicht geschafft. Wobei... Oh, wir haben es doch geschafft. Ich hätte jetzt erwartet... dass wir wo ganz anders rauskommen. Dr. Kleiner, let us out! Hier ist kein Schalter von der anderen Seite. Alex? Gordon? Ja, wer sonst? Oh God, how did you get here? And when? Ja, ich gerade? My dear, I had given up hope of ever seeing you again. I was afraid we might not make it either. I think the teleport exploded just as we were porting out. Indeed, it did. And the repercussions were felt far and wide, but that was over a week ago. What do you mean? Eine Woche. Gordon and I were just there a minute ago. Fascinating. We seem to have developed a very slow teleport. This suggests an entirely new line of investigation. A week? Then what have we missed? A great deal, my dear. The blow you struck at Nova Prospect was taken as a signal to begin the uprising. But what about my father? Well, ein Aufstand. Das könnte hilfreich sein. According to the Vortigaunts, he is a prisoner at the Citadel. We've got to get my father out. Barney has been leading a push with that very aim in mind. Hier war mein Anzug drin, wenn ich mich nicht irre. Arrived several days ago. Dog, you made it. Good boy. So there, you see? It's not all hopeless. I wish I shared your optimism, Doctor. Doc, come in, are you there? Hey, Doc, are you there? Yes, Barney, and I'm no longer alone. Alex and Gordon have just arrived. Hi. Man, that's good news. I almost gave you guys up for lost. We're planning to set up a staging area for attack in the Citadel. Gordon and Doc can head your way. I want to get Dr. Kleiner somewhere safer. Then I'll meet up with you. I'll take all the help I can get. Oh crap, incoming! Okay, haltet durch. Haltet durch, wir kommen nach. Okay, Gordon, you heard him. I'll catch up with you as soon as I get Dr. Kleiner settled. Just a minute. I can't leave without Lamar. Oh no. Where did she get to? Er wieder. Komm, Doc, lass uns gehen. Ach, ich hab doch Doc, der kümmert sich um mich. Dr. Kleiner, there's really no time. Ich jetzt da runter? Na gut, das ist nicht weit. Antibürger Nummer 1. Das sind wir. Schön gemacht, Doc. Huch, eine schöne Rolle. So, dann wollen wir mal. Tja, damit hättet ihr nicht gerechnet, oder? Thank you.
Ich glaube, wir sollten erst einmal beobachten. Denn Doc kümmert sich schon hier drum. So, dann lassen wir Doc mal vor. Ich wollte ihn eigentlich vor dem Raketenwerfer retten. Aber scheinbar braucht er da gar keine Rettung. Ah ja, da sind wir reingeraten. Wir haben hier gestanden, als Doc das Auto da reingeworfen hat. War keine gute Idee. Gemacht. Guter Dog. Kriegst du die Tür auf? Ah, dankeschön. Oh nein. Da lässt er uns wieder alleine. Aber wir hören schon, einige der Soldaten werden gut mitgenommen. In Videospielen. So, ist die Couch im Weg? Kriegen wir die? Nein. Ja, kurz, ich glaube, das war der G-Man, der kurz zu sehen war. So, dann gucken wir nochmal. So. Ich glaube, hier war im Fernsehen kurz der G-Man zu sehen. Wie gesagt, ich hasse Puppen in Videospielen. Ich muss wohl doch den Aufzug mit der Puppe nehmen. Ist hier ein Knopf, um hochzufahren? Nein. Die Couch lässt sich auch nicht bewegen. Eventuell geht das einfach hier weiter. Das könnte natürlich die Möglichkeit sein. Und es ist sie natürlich auch. So. Und wir sind wieder im Freien. Und könnt ihr euch noch an diesen Ort hier erinnern? Hier waren wir doch schon mal. Genau an diesem Spielplatz waren wir schon mal. Und unten rechts sehen wir jetzt, dass uns ein Squad von einer Person folgt. So, von denen kriegen wir zumindest Energie. So. Dann schauen wir noch eben noch mal kurz weiter. Das hier ist der Plaza. Hier ist schon das Gebäude halb eingestürzt. Und die Freiheitskämpfer. Aha, das ist natürlich ein gutes Signal. Starkes Signal, dürfen Sie reißen diesen Fernseher runter. Dr. Freeman, wir kommen mit dir. So. Da haben die einen Fernseher runtergerissen von dem Monument. Und somit dafür gesorgt. Hier sieht man auch schon diese komischen Wände, die. Wir haben ja schon gesehen, dass die. Oh. Wo ist oben? Ah, da. Hey, cool. Munition. Auch mehr Munition. Habt ihr noch mehr? Das scheint es gewesen zu sein. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir hier weiter gucken, ist die Folge leider auch schon am Ende angekommen. Ja, ich rede jetzt schnell noch, mache die Abmoderation und dann in der nächsten Folge gucken wir weiter, alle zusammen. Das heißt, die halbe Stunde ist voll. Jetzt kommen wir gerade jetzt kommt hier auch noch was. Die halbe Stunde ist voll und wir machen Schluss für heute und sehen uns nächste Woche. Ciao, miau.